Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Heute geht es um Hannah vom Bachelor, die jetzt Alicia Joe, die YouTuberin, disst in ihrem viral gegangenen Instagram-Hit. Und ich muss sagen, die ganze Aktion finde ich von Hannas Seite aus eher peinlich, aber ihr könnt gerne eure Meinung da mal unten reinschreiben. Ich werde euch hier auch den Song mal vorspielen und ich bin durchaus gespannt, was ihr zu der ganzen Geschichte sagt. Ich fand Hannah beim Bachelor durchaus sehr sympathisch. Sie war ja auch die Gewinnerin der Herzen für mich, ja, und auch für viele andere, die sie dort auch sehr sympathisch fanden. Und wenn euch generell die ganzen Bachelor-Videos interessieren, dann lohnt sich hier auch ein Abo und generell, wenn ihr die tägliche Dosis Trash mögt und generell auch gerne hier die Videos schaut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo dalassen würdet. Es kostet nichts und so viel Werbung muss erlaubt sein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten geht es jetzt, wie gesagt, um Hannah vom Bachelor, die jetzt eine recht merkwürdige Aktion gebracht hat, denn sie hat jetzt Alicia Joe gedisst. Zumindest ist es relativ deutlich, dass Alicia Joe gemeint worden ist. Und ich habe es nicht so ganz verstanden, denn aus dem Genre rund um Satire oder auch generell um Trash gibt es ja viele. Also ich bin jetzt ein bisschen kleiner, mache jetzt nicht so wirklich Satire-Videos, sondern ich sage meine Meinung. Von daher bin ich jetzt wahrscheinlich nicht so interessant für die. Aber in dem Genre gibt es drei große, die sehr viele Klicks generieren. Einmal Onion Dog, einmal Mr. Trash TV und einmal Alicia Joe, die regelmäßig auch in den YouTube-Trends sind. Und Alicia Joe bringt ja auch jede Woche zum Bachelor ein Video raus und macht sich dort eigentlich auf eine sehr, ja, humane Art, ja, hier und da mal lustig oder bringt halt mal einen Spruch, aber es ist nie ultra bösartig gemeint. Und das sollte man auch nicht zu krass negativ sehen, meiner Meinung nach. Aber jetzt hat das anscheinend wirklich einige beim Bachelor gestört und jetzt schießt wiederum, ja, die gute Hannah recht deutlich gegen Alicia Joe, ohne den Namen zu nennen. Allerdings wird der Name auch immer wieder in den Kommentaren unter diesem viral gegangenen Video genannt. Also der von Alicia Joe. Und es ist relativ deutlich. Aber hört erstmal selbst, was dort Hannah jetzt so am Rappen ist. Hey, was geht bei dir ab? Ich muss jetzt endlich sagen, ich habe es echt satt. Jede Woche kommt ein neues Video von dir. Und ich sag's ganz ehrlich, langsam wird zu viel. Du nennst es Satire, ich einen schlechten Witz. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich hab das nicht vermisst. Haust auf andere drauf, das ist nicht wirklich komisch. Ganz ehrlich, die Gebäschen macht das einfach melancholisch. Frauen haten Frauen und ich verstehe es nicht. Wir sollten uns supporten, doch das ist nicht in Sicht. Alles, was erreicht wurde, trittst du mit Füßen. Und jeder merkt es, denn du lässt es alle Frauen büßen. Jeder kleine Makel an den Pranger gestellt, yo, auf diese Art und Weise verdienst du noch dein Geld. Seit 100 Jahren geht es uns um Gleichberechtigung. Sich gegenseitig runterziehen, das ist doch ziemlich dumm. Es sind doch nur die Follower und Likes, die dich catchen. Erreichst du diese Ziele denn nicht, ohne so zu hetzen? Nimm dir doch ein Beispiel an den ganz, ganz Großen, die groß geworden sind, ohne Frauen zu beschmutzen. Shirin, Jordi, Caro, Dauer, Dagi, Bi und Katja, sie alle schaffen es ohne Hate und ich denke mir, ach ja, hier ein kleiner Tipp, wie du es besser machen kannst. Und ich bin mir sicher, dass du mir später dankst. Eigentlich bist du eine wirklich mega coole Sau. Ich bitte dich nur ehrlich, werd nicht so eine Frau, die ihren Fame nur auf dem Rücken anderer verdient. Dafür hast du zu viel Klasse, das ist doch schon bedient. Das war eine Message, die geht nicht nur an dich. Jede sollte immer sagen, es geht nicht nur um mich. 2021, over and out. Habe jetzt gesagt, wie es ist und auf mich vertraut. Frauen, für eine geile Zukunft. Danke euch für eure Zeit und diese Übereinkunft. Ich bin durchaus gespannt, was ihr jetzt zu der ganzen Nummer sagt. Ich finde das irgendwie peinlich, denn wenn man in die Bachelor-Sendung geht, muss man da auch mit rechnen, dass man ein paar Sprüche abbekommt, denn wirklich mit Gleichberechtigung hat diese Sendung vom Bachelor ja auch nicht viel zu tun. Man muss sich ja mal überlegen, da gehen 20 Frauen hin, um einen Mann zu glorifizieren und dem hinterherzulaufen und den anzuschmachten. Also was von Gleichberechtigung dann im Song mit einzubeziehen, finde ich dann ja schon ein bisschen fragwürdig. Auch die ganze Nummer fand ich jetzt eher peinlich, denn man muss damit rechnen, wenn man in so ein Trash-TV-Format geht, dass man auch mal hier und da einen Spruch abbekommt. Und es gibt drei große Satire-YouTuber, die Trash-Formate durch den Kakao ziehen. Das ist einmal Onion Dog, die Nummer 1, der Mr. Trash-TV, die Nummer 2 und
dann halt auch noch Alicia Joe. Und da ja auch gezielt gegen eine Frau geschossen wurde, kann ja eigentlich nur Alicia Joe gemeint gewesen sein. Sicherlich gibt es auch eine Mirella, die hier und da auch mal Videos bringt, aber die macht das jetzt nicht so oft und regelmäßig wie jetzt eine Alicia Joe. Und ich denke mal, dass felsenfest sie dann damit gemeint, bin ich mir zu 100% eigentlich jetzt sicher. Auch wenn man sich überlegt, dass als dieser Piepton an Anfang kommt und der Name wird ja nicht offiziell genannt, auch Alicia eingesetzt werden kann und Mirella würde in den Flow jetzt, finde ich, nicht ganz so gut passen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eher Alicia Joe gemeint worden ist als jetzt eine Mirella. Aber ihr könnt gerne euch drum streiten, was ihr denkt. Generell fand ich halt auch die ganze Aktion ein bisschen merkwürdig und dann halt auch Vorbilder aufzuzählen, die es auch geschafft haben. Ja, wie Katja und Dagi B. Also sorry, also wenn ich eins nicht wollen würde, wenn meine Tochter irgendwie mal geboren werden sollte irgendwann, ja, dass die dann eine wie Katja Krasavitsch anhimmelt. Also das wäre mein Albtraum. Ja, da würde ich persönlich erst mal 10 Wochen Keller ihr empfehlen und Handyverbot oder keine Ahnung was. Ja, also das wäre wirklich ein absoluter Albtraum. Das hat auch nichts mit Emanzipierung und Gleichberechtigung zu tun, ein Vorbild darzustellen. Ja, ich will jetzt hier nicht unsachlich werden, sonst wird das Video nicht werbefreundlich. Aber eine Katja Krasavitsch, also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall jetzt kein cooles Vorbild. Ja, da ist mir eine Alicia Joe, die mal ein paar Sprüche bringt, die erfolgreich ist in ihrem Genre, die, glaube ich, auch studiert hat und intelligent ist, wesentlich lieber als Katja Krasavitsch oder eine Dagi B, die eigentlich auch nur aufgrund von Lion so groß geworden ist. Ja, also wenn ihr das dann ein bisschen näher verfolgt habt, ist Dagi B ja mit Lion groß geworden. Lion war schon relativ groß und die hat eigentlich quasi über Nacht die 100.000 Abos in den Schoß geworfen bekommen. Und eine Katja Krasavitsch ist sehr, sehr grenzwertig auf diesem Portal hier groß geworden mit Content, was, glaube ich, eher auf irgendwelche Pornoportale gehört und das dann halt für Kinder. Und das finde ich jetzt nicht sonderlich lobenswert. Und da frage ich mich dann halt auch, was das jetzt soll. Eine Shireen David ist auch nochmal ein Sonderfall. Also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt der beste oder das beste Vorbild für die junge Generation sein sollte. Ja, sie ist independent woman, ja, sie ist auch erfolgreich, sicherlich, und macht ihre Musik, alles cool, aber wie man sich dann gibt und wie man sich dann benimmt, ist dann halt so eine andere Sache. Also, wie gesagt, beste Vorbild würde ich jetzt anders deklarieren wollen, aber nun gut, das sieht jeder von euch vielleicht auch anders. Geschmäcker sind da auch verschieden, aber ich fand jetzt diese ganze Nummer schon ein bisschen fragwürdig, weil, wie gesagt, wenn man in so ein Format reingeht wie den Bachelor, dann muss man damit rechnen, dass man hier und da auch einen Spruch abbekommt, dass es dazu Leute gibt, die Videos machen, dass Promiflash und Co. darüber berichten. Und wenn man sich blöd gibt, ja, dann ist es halt nun mal so, dass man auch mehr oder weniger blöde Sprüche abbekommt. Vielleicht sind jetzt auch die Leute so ein bisschen angeheizt und die Hanna sagt sich, Mensch, ich habe jetzt hier nur knapp 45.000 Follower, wo ich jetzt das Video aufnehme, hat die so unter 50.000, vielleicht geht das jetzt noch viraler und sie schafft jetzt noch die 50 oder 60.000 Follower und ja, vielleicht ärgert sie sich so ein bisschen, dass sie jetzt da nicht so viele Follower wie Mimi oder wie Michelle bekommen hat und bezieht da alle nochmal ein, dass das auch schön geteilt wird. Ich denke, Oliver Pocher wird die Tage auch noch berichten. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt noch was kommt, auch von anderen YouTubern. Ich fand es auf jeden Fall so ganz interessant und fand die Aktion so unterm Strich irgendwie peinlich, wie gesagt. Also, wenn man bei so einem Format mitmacht, muss man damit rechnen, dass über einen berichtet wird. Die Hanna kam ja auch persönlich eigentlich sehr gut weg. Also, ich hätte es jetzt verstanden, hätte man jetzt irgendwie blöde Witze auf Kosten von Hanna gemacht und ja, wäre da unter die Goethe-Linie gegangen, aber das ist jetzt meines Erachtens zumindest bei Alicia Joe nicht passiert. Und wenn man dann von Gleichberechtigung spricht und wir Frauen müssen ja zusammenhalten, warum sucht sie sich dann ausgerechnet aus dem Genre die einzige Frau raus? Finde ich dann auch ein bisschen drüber und strange. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber das war schon ein bisschen komisch, das Ganze. Was sagt ihr, wie gesagt, zu dem ganzen Thema? Schreibt das unten gerne rein. Ansonsten schlagt mir auch gerne bei Twitter und Instagram auch ein paar Vorschläge vor, was ihr so gerne sehen wollt. Also ich wäre da sehr dankbar euch, wenn ihr da euch ein bisschen einbringen würdet. Und ansonsten, wenn euch die tägliche Dosis Trash gefällt, lasst gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Bis dann und ciao, ciao.